Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video zum TCL U43 P6046, einem 43 Zoll Ultra HD Fernseher mit HDR10 Triple Tuner und dem Betriebssystem Android TV. Der TCL hier ist nicht mein erster TCL, ich habe schon vor längerer Zeit mal ein Video über einen TCL-Fernseher gemacht, den ich aktuell auch immer noch nutze, mit dem ich zwar nicht perfekt zufrieden bin, aber der, wie gesagt, aktuell noch von mir genutzt wird. Und in diesem ersten Video werden wir uns einmal kurz den Fernseher ein bisschen im Überblick anschauen und uns mit der Ersteinrichtung beschäftigen, beziehungsweise einmal angucken, wie das Setup so aussieht. So, und wir sind jetzt hier auf der Rückseite des Fernsehers, auf der finden wir auch alle nötigen Anschlüsse. Auf der linken Seite, nicht hier im Bild, beziehungsweise auf der rechten Seite, wenn man vorm Fernseher steht, der Stromanschluss und hier die verschiedenen Anschlüsse. Wir haben hier insgesamt vier HDMI-Anschlüsse, wir haben einen USB 2.0, einen USB 3.0-Anschluss, wir haben einen LAN-Anschluss, einen AV-Anschluss und. Die meisten Sachen, die man bei einem Fernseher so heutzutage braucht, wer vielleicht sogar mit einem AV-Receiver arbeitet, der lässt vielleicht alle Peripheriegeräte eh über den AV-Receiver laufen. Hierfür wäre es auch möglich, der Fernseher verfügt über ein HDMI-Anschluss mit einem Audio-Return-Channel, dafür zu sorgen, dass der Receiver sowohl Signale vom Fernseher kriegt, als auch der Fernseher vom Receiver. Und gleichzeitig mit dabei ist einmal hier der HDMI 1 ein HDMI-MHL-Anschluss, mit dem es möglich ist, mobile Geräte mit dem Fernseher zum einen zu laden und natürlich die Daten vom mobilen Gerät auf den Fernseher zu übertragen. Hier auf der Unterseite befinden sich noch vier kleine mechanische Tasten, womit man den Fernseher also steuern kann ohne Fernbedienung. Insgesamt möchte ich hier sagen, dass wenn der Fernseher von vorne auch eigentlich ganz schick aussieht, klar, ein bisschen Metalloptik und dann natürlich das große Display. Dann ist die Hinterseite, sagen wir mal, ganz schlichtes, einfaches Plastik. Auch die Tasten hier unten sind sehr, naja, klobig, groß und wenig hübsch. Aber ich meine, wen interessiert das schon, wenn am Ende das Bild stimmt und der Fernseher an sich schick ist? Und genau das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. So, und die Einrichtung hat mittlerweile begonnen, wie man hier auch ganz cool sieht. Das Android TV schaltet sich an. Wir haben eine sehr, sehr schmale Fernbedienung, kaum dicker als ein Daumen, auf der es sogar eine separate, ganz besondere Netflix-Taste gibt. Ansonsten die Fernbedienung nichts Besonderes. Man findet alle wichtigen Tasten. Die Tasten haben einen schönen Druckpunkt und reagieren auch sehr, sehr gut. So, und dann werden wir gefragt, ob wir ein Android-Gerät haben. Ja, das haben wir. Ich soll die Google-App auf meinem Fernseher öffnen, auf meinem Handy öffnen. Und nun soll ich, wir gehen das mal einfach durch, mein Gerät einrichten, eingeben. Also eine kleine Suchfunktion hier. Man sieht, wenn auch hier jetzt in dem Video nicht, ich zeige es einmal, dass er noch irgendwas sucht und lädt. Google kannte auch den Suchbegriff sofort. Klar, Android TV sollte ja auch alles irgendwie Sinn machen. Die Frage ist nur, wie lange dauert die Suche?
Okay, die Suche jetzt auch nach 3 Minuten Suche zeigt irgendwie kein Ergebnis. Daher geben wir jetzt hier einmal den schlichten Standardweg für alle, die kein Android-Gerät besitzen sollten. Nun sollen wir hier ein Passwort eingeben. Das können wir einmal tun. Überspringen das auch einmal und sehen, dass nach der Passwortvergabe einmal die Verbindung zum WLAN hergestellt wird und als allernächstes der Fernseher nun eine Verbindung zu Google aufbaut. Jetzt kann ich noch einmal versuchen, ein Telefon oder Laptop zu verwenden, um mich bei Google anzumelden. So, dazu soll ich jetzt folgenden Link eingeben. Das können wir doch einmal tun, das ist schnell gemacht. g.co/android-tv. Aha, achten Sie darauf. Nein, er hat danach gesucht. Verdammt. Dann http:// und das Ganze einmal eingefügt. Macht das jetzt. TV-Setup-Code eingeben. Ja, er macht es. Das ist die 37. 27, 39, 92. Weiter. So, also das Ganze eingegeben. Wir haben auch schon gesehen, jetzt habe ich ein Gerät mit meinem Fernseher verbunden und soll jetzt einmal mich am Fernseher anmelden. Und wie man sieht, durch das Bestätigen hier am Handy, Sie sind angemeldet, bekommt das TV-Gerät meine Login-Daten. So, ermöglichen erst die Verwendung Ihres Gerätestandorts durch Google und Drittanbieter von mir aus. Deutsch verbessern, das wollen wir nicht. Okay, wir dürfen einmal den Nutzungsbedingungen zustimmen und uns sagen, mitteilen, wo wir sind. Ich dachte, das findet das Gerät selber raus. Aber okay, wir sind in Deutschland und sagen weiter. Wir sind zu Hause und sagen weiter. Wir nennen das Ding Schlafzimmer. Es spielt keine Rolle. Hallo, ich bin Schlafzimmer. Ach du Schande. Okay, das Gerät versucht mit mir zu reden. Senderinstallation, die wollen wir jetzt in dem Fall einfach mal überspringen. Bitte überprüfen Sie die Einstellungen. Yep. Und damit scheint die Einrichtung soweit abgeschlossen zu sein. Nee, noch nicht. Sie wird noch abgeschlossen. Jetzt drücken Sie die OK-Taste für die Suche. Machen wir das mal. Nein, ich will keine Sendersuche. So, wir können einmal schauen, wie wir nun in den Smart-Bereich kommen. Dafür drücken wir zumindest einfach mal auf die Netflix-Taste. Mal schauen, ob Netflix uns zur Verfügung steht oder auch nicht. Scheinbar nicht so sehr. So, dann die Home-Taste. Hier oben über dem Steuerkreuz links bietet uns auch eine Möglichkeit, in den Smart-TV-Bereich zu kommen. Hier kann man auch eine Suche ansteuern, eine Sprachsuche, zumindest könnte ich das hier oben. Da wäre aber die Frage, ob man die auch über die Fernbedienung abrufen kann. So, und wie wir jetzt sehen, haben wir jetzt über den Smart TV-Bereich vom TCL-Fernseher bereits Zugriff auf bekannte Serien und Filme. Und wir können uns hier überlegen, ob wir wahrscheinlich noch weitere Apps genau installieren wollen. Ob wir hier
zum Beispiel YouTube auf dem Fernseher nutzen wollen. Auch mit YouTube ist es möglich, 4K zu suchen. Versuchen wir das einmal. Sprechen. Um in YouTube zu suchen. 4K. 4K. Videos. Klappt prima. Okay. Ein sehr schönes Video mit toller Farbvielfalt aus Costa Rica. Ich kenne das soweit auch schön. Und da hätten wir dann einmal ein schönes Beispielvideo, das man sich auf dem Fernseher anschauen kann. Okay, damit das Video hier nicht an der Stelle noch ewig länger wird, war es das mit der Ersteinrichtung. Ging also eigentlich zumindest über die Fernbedienung ganz gut. Komplett übers Handy lief's leider nicht. Alles Weitere schauen wir uns dann in den nächsten Videos an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer Fragen oder Anregungen hat, kann die gerne unter das Video schreiben. An anderen einen schönen Tag und bis bald.